Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen spielen den Kanal nördlich des Fensters. Nicht in den Kapitän. Nicht abpassen. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welche Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihnen direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Hoher Hass und Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch! Prüf! Die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, zähl auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's!
Bitte wegbleiben! Rückbewegung!
eine Etage tiefer. Verdammt, Track! Ich hätte dir fast schon wieder ins Gesicht geschossen! Du bist zurück! Tombstone ist noch am Leben! Leck mich am Arsch! Wir dachten, du wärst tot, Koppel! Ja, Mann! Scheiße, als ihr weg wart! Wo ist Ginger? Geht's ihm gut? Ich geht's noch? Das ist gut! Ja, Ginger ist in Sicherheit! Ich bring euch hin! Sergeant Bukowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen! Tombstone muss zur Krankenstation! Nach Ihnen, Sergeant! Sichert die Ecken! Hey, Pack, was ist in Singapur passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab nicht bei den Eiern, aber ich bin davon gekommen. Lass mich. Hab mich nur gefragt, wie du so ein dreckiges Mundwerk gekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Bei mir, Rack. Wir greifen gleichzeitig an. Öffne die Tür. Los, los, los! Sir, wir sind unterwegs. Tombstone ist hier. Okay, Beeilung. Besser spät als nie, Squad. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Ruhig. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Ja, Miss Shawana. Du bist sie. Bu Huang, du bist immer meine Hoduan. Sie kommen. Shanks Männer. Hier. Sie das. Sie müssen hier ich weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish Racker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Wait,
你被骗了。如果你用一听武器告诉你的事情， tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat es tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Was macht denn das jetzt her? Sitzende, nimm die. 我们在北面有个船，在桥旁边。 Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg. Zeig sie. Greg, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjian? Wir sind die Jankam. Viel Glück. Okay, ich will einen Rip voller C4. Vorbereitet und startklar, sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist ja immer so. Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Peck? Ihr bleibt am Leben. Das ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Leck mich doch! Marshall-Racker! Wieder so eine Scheißidee! Das ist total bestimmt nicht mit der Ferner. Keine Sorge, da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser.
Fortress! Hier ist Tombstone 3. Sind in Position, Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Over! Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch! Hannah, drück den Knopf! Verdammt! Da stimmt was nicht! Es ist rot, keine Verbindung! Wrecker? Scheiße, gib mal her! Shit! Wir müssen noch mal runter! Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah. Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hannah. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker? Irish! Verdammt! Alles klar, kann losgehen! Tu es, Wrecker, drück den Knopf! Die Explosion bringt ihn um! Verdammt nochmal! Tombstone! Jag das Schiff! Es musste sein, Wrecker! Er ist nicht umsonst gestorben! Fortress, hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Schatz. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Ja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah, ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau.